Shalom, willkommen. Mein Name ist George Kohler. Ich begrüße Sie herzlich hier in der Abteilung für jüdische Religionsphilosophie an der Beilade-Universität. Ich freue mich sehr, dass Sie sich entschlossen haben, sich diese Vorlesung anzuhören oder zumindest mal reinzuhören. Ich glaube, es kann ganz interessant werden. Ich will reden über Moses Mendelssohn, den ersten modernen jüdischen Religionsphilosophen. Nicht direkt über ihn selbst, sondern mehr über die Rezeptionsgeschichte der Philosophie von Mendelssohn, denn hier passiert etwas sehr Interessantes. Mendelssohn, zweifellos, ist der Vater, der Pionier des modernen jüdischen Denkens, aber schon 100 Jahre später, vielleicht sogar schon 60, 70 Jahre später, werden seine Vorstellungen kaum noch ernst genommen, werden größtenteils zurückgewiesen von den jüdischen Theologen des 19. Jahrhunderts. Und genau darum soll es heute gehen. Also Moses Mendelssohn war gleichzeitig der erste moderne jüdische Denker und auf der anderen Seite der letzte Philosoph des Judentums, der immer noch dem Mittelalter verhaftet blieb. Durchaus modern war Mendelssohns Anlass, das Ansatz, das Judentum von außen zu betrachten, geradezu in einer Draufsicht, sodass nicht nur zum ersten Mal auch Nichtjuden in die Debatte um die jüdische Religion und ihre Rechtfertigung einbezogen waren, sondern, und das ist vielleicht sogar noch bedeutender, dass der Weg freigemacht war für eine Lokalisierung des Judentums in der Weltgeschichte, für das Erkennen des jüdischen Beitrags zu Kultur und Zivilisation der gesamten Menschheit. Das heißt kurz gesagt, für eine philosophische Existenzberechtigung des Judentums auch noch in der Moderne. Diese Außensicht Mendelssohns hatte allerdings auch ihren Preis. Wollte man eine universale, allgemeingültige Betrachtung des Judentums erreichen, die nicht mehr nur von inneren Glaubensgründen gestützt war, aber gleichzeitig, und das trifft auf Mendelssohn zu, die strikte Observanz des jüdischen Religionsgesetzes aufrechterhalten, so musste man beide Bereiche klar voneinander trennen. Dabei war die Aufrechterhaltung der traditionellen Gesetze und der talmudischen Bestimmungen nicht nur aus frommer Achtung vor der jüdischen Orthodoxie, also der Rechtgläubigkeit, oder aus Respekt für jahrtausende alte Praxis eine dringende Notwendigkeit für Mendelssohn, sondern vor allem auch wegen ihrer starken identitätsstiftenden Wirkung. Im Judentum, jedenfalls in den vielen, vielen Jahrhunderten vor der Moderne, war, anders als im Christentum, nicht ein Bekenntnis zu bestimmten Lehrsätzen, eine Confessio, der unmittelbare Grund der Zugehörigkeit zur Religionsgemeinschaft, sondern vor allem die Tat, die praktische Erfüllung des jüdischen Religionsgesetzes. Gab man aus philosophischen Gründen nun den Unbedingtheitsanspruch des Gesetzes, ausgedrückt im Dogma seiner Göttlichkeit, auch nur teilweise auf, so, und das wusste schon Mendelssohn, so war die Identität des Jüdischen äußerst gefährdet. Oder anders ausgedrückt, Judentum musste dann von einer Volksgemeinschaft, einer Kultur, eben auch zu einer bloßen Konfession werden, wie es andere Religionen auch waren. So entwickelte Mendelssohn seine bis heute viel diskutierte Ansicht, dass das Judentum eben keine geoffenbarten Glaubenslehren kannte, keine Dogmen also, sondern nur geoffenbartes Gesetz. Also konkrete Handlungsanweisungen oder das Verbot bestimmter Handlungen. Mendelssohn war der Hoffnung, dass diese strikte Trennung von Vernunft und Tat, von Absolutem und Historischem, ein schwieriges, neues Problem lösen würde, das in seinen Tagen entstanden war. Nachdem nun fast die ganze Welt entdeckt und erschlossen war, ließ sich das alte Dogma von der ausschließlichen Heilswirkung der Bibel und ihrer Gebote nicht mehr aufrechterhalten. Die indische, vor allem aber auch die chinesische Kultur ließ sich nicht mehr, wie es noch Maimonides mit den Afrikanern getan hatte, an den unzivilisierten Rand der menschlichen Gesellschaft drängen. Der mangelnde Zugang dieser Kulturen und ihrer Religionen zu den monotheistischen Heilswahrheiten der Bibel konnte nun nicht mehr für die Erlösung ausschlaggebend sein. Weil Heil für alle Menschen als Kinder Gottes im gleichen Maße zugänglich sein musste, so schloss Mendelssohn, konnte es nicht an einen, wie auch immer gearteten Bibelglauben gebunden sein. Im Geist der Aufklärung machte er daher die Seligkeit zu einer Funktion der Vernunft. Alles, was für die Erlösung der menschlichen Seele nötig war, ist der gesunde Gebrauch des Menschenverstandes. Seligkeit erfordert weder das Glauben von Dogmen noch das Bekenntnis der Wahrheit der sinaitischen Offenbarung.
Für Juden blieb das Religionsgesetz praktisch bindend zum Ende, sondern aber eben bloß aus historischen Gründen. Sollte Gott noch einmal einen ähnlich autorisierten Offenbarungsakt vollbringen wie am Berg Sinai, dann ließ sich auch das ändern. Doch eher war der jüdische Weg zum Heil kürzer, noch besser als der anderer Religion. Der Vorteil des Judentums lag vor allem darin, dass es die Möglichkeit einer erlösenden Bekenntnisdogmatik erkannt hatte und von daher schon in seiner traditionellen Form auch Nichtjuden die Möglichkeit zur Seligkeit einräumen konnte. Diese strenge Ablehnung von jüdischen Dogmen bei gleichzeitig ebenso strenger Beibehaltung des talmudischen Gesetzes brachte Mendelssohn, so sehr sie auch die akuten Probleme seiner Zeit zu lösen vermochte, mehr Kritik als Nachfolger in den Anhängern, Nachfolger und Anhänger in den Kreisen der jüdischen Denker des nachfolgenden Jahrhunderts. Schon der engere Kreis seiner Schüler, und da denke ich nicht nur an den radikalen Philosophen Salomon Maimon, sondern auch an den eher aufgeklärten Kaufmann David Friedländer, schon der engere Kreis seiner Schüler nahm Mendelssohns Trennungstheorie von Philosophie und Gebot zu einem sehr willkommenen Anlass, das nun als lästig empfundene talmudische Zeremonialgesetz einfach hinter sich zu lassen. Wenn man auch Kraft des gesunden Menschenverstandes selig werden kann, so hieß das Argument, dann war schließlich auch der Jude ein Mensch und der Philosoph musste sich durchaus nicht an die nur historische Wahrheit der Offenbarung gebunden fühlen, zumal ja auch der Talmud nirgendwo wirklich seinen Anspruch auf Offenbarungsautorität theologisch begründet hatte. Doch dieser Abfall zwar nicht vom Glauben, sondern von der religiösen Tat, führte, wie Mendelssohn genau gewusst und befürchtet hatte, auch zu einem Verlust jüdischer Identität, die sich ja bislang auf allen Juden gemeinsame gesetzliche Praktiken gestützt hatte. Was blieb, war ein reiner Vernunftglaube, der mit spezifisch jüdischen Inhalten oder Überlieferungen gar nichts mehr zu tun hatte. In dieser für das Judentum als äußerst gefährlich empfundenen Situation entstand in den ersten Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts nun die jüdische Reformbewegung. Zuerst als ein reiner Laienprotest gegen diesen Massenabfall, später auch als eine rabbinisch-theologische Widerstandsbewegung gegen den zunehmenden Identitätsverlust der modernen Juden Westeuropas. Schon bald zeigte sich eine dringende Notwendigkeit der theologischen Untermauerung dieser Reform. Wollte man den Verlust der Gesetzestreue als Identitätsmarker durch etwas Neues ersetzen, um dem Judentum das Überleben in der Moderne zu sichern. Dieses Neue, sollte es eine schwierige Aufgabe erfüllen können, musste nun sowohl einerseits traditionelle jüdische Inhalte forttransportieren, als auch andererseits diese jüdischen Ideen philosophisch universalistisch absichern. So entwickelte sich schnell eine liberale jüdische Missionstheologie. Dieses Neue, eine Theologie vom Wesen des Judentums, war ein System von ethisch-philosophischen Ideen, die aus den umfangreichen literarischen Quellen der jüdischen Tradition geschöpft wurden, nämlich allen denjenigen Ideen des Judentums, die die Reformer als ewig gültig ansahen. Der strenge jüdische Monotheismus, der Gesetzescharakter der Moral, der diesseitige soziale Messianismus, die moralische Ich-Du-Beziehung des Menschen zu Gott. Nun entstand also doch eine jüdische Konfession, entnationalisiert, personalisiert, spiritualisiert und gleichzeitig rationalisiert. Sie war zwar fest auf den jüdischen Quellen aufgebaut, sie war darüber hinaus philosophisch herleitbar, aber doch für den traditionellen Juden kaum noch als Judentum erkennbar. Das Reformjudentum hatte sich von der Orientierung an der Vergangenheit ab und der Zukunft zugewandt, zu einer starken Betonung der universell umgeformten messianischen Idee und damit vor allem zu den ethischen und sozialen Aspekten der Religion. Nach dieser radikalen, aber als doch überlebenswichtig empfundenen Transformation stand Mendelssohns gerade einmal 60 Jahre alte Forderung nach einer strikten Trennung von Vernunft und Gesetz den Reformern deutlich im Weg. Im neuen, messianisch verstandenen Judentum hatte die unhinterfragte Einhaltung des talmudischen Gesetzes seine Bedeutung verloren.
Dafür aber war ein vernunftgemäßes Verständnis gerade der traditionellen, das heißt der spezifischen Inhalte der Religion entscheidend geworden. Das war das genaue Gegenteil von Mendelssohns Ideen von 1783. Ja, selbst das von Mendelssohn so verachtete jüdische Dogma wurde von den Reformtheologen wieder eingeführt. Zwar nicht als Gegenstand blinden Glaubens, was es ja auch früher nie gewesen war, aber eben doch als ein Katalog spezifisch jüdischer Glaubenslehren, die auf dem Verstand basierten und dem modernen Judentum vor allem als Demarkationslinien zum sich ebenfalls modernisierenden Protestantismus dienen sollten. Aber auch das Durchdringen der zahlreichen jüdischen Gesetzesbestimmungen mit den Mitteln der Wissenschaft hatte Mendelssohn nicht umsonst zurückgewiesen. Nur ein Auseinanderhalten von Vernunft und Pflicht konnte letztlich verhindern, dass einzelne Gebote als unvernünftig, historisch überholt, moralisch verwerflich abgewiesen wurden. Der wissenschaftliche Anspruch der jüdischen Theologie im 19. Jahrhundert ließ allerdings eine solche Trennung nicht mehr zu. So gestaltet sich die Rezeption von Mendelssohns Hauptwerk Jerusalem in der jüdischen Theologie des 19. Jahrhunderts durchaus zwiespältig. Neben der meist uneingeschränkten Verehrung für die Schärfe des Denkens, den Mut in der Verteidigung des Judentums und für die Pioniertat einer Begründung der modernen jüdischen Religionsphilosophie, neben all dieser Aspekte trat auch die heftige Kritik an den Inhalten dieser Philosophie, in der Ablehnung jeglicher Glaubenslehren einerseits und der Beibehaltung des talmudischen Gesetzes andererseits. So finden wir schon im Jahre 1834 eine sehr interessante Debatte über jüdische Dogmatik in der Zeitschrift Sulamit, der ersten deutschsprachigen Wochenschrift, die sich vor allem an ein jüdisches Publikum wandte. Beide Beteiligten an der Debatte beziehen sich in ihren Argumenten für die Wiedereinführung jüdischer Dogmatik ausdrücklich auf Mendelssohn. Und die Meinungsverschiedenheit besteht im Grunde nur darin, dass sie hinter Mendelssohns Widerstand gegen die Dogmen unterschiedliche Motive vermuten. Der erste Beteiligte, Moritz Freistadt, ein junger Rabbiner, der bei Herbert in Königsberg studiert und dort eine Dissertation über Kabbalah und Pantheismus vorgelegt hatte, setzt vor allem auf geistesgeschichtliche Argumente. Mendelssohn konnte zum Beispiel die Existenz Gottes aus der jüdischen Glaubenswelt in die allgemeine Philosophie überführen, weil er als einer der letzten Denker des 18. Jahrhunderts noch fest überzeugt war, Gott mit metaphysischen Mitteln beweisen zu können. Das war nach Kant dann schon unmöglich geworden, so argumentiert Freistadt. Und Gott musste nun zwangsläufig den Rückweg in die Religion antreten als notwendiges Postulat eines ethischen Vernunftglaubens. Die einzige Alternative zu diesem Rückweg wäre, Zitat Freistadt, dem die wahre Religiosität untergrabenden modernen Spinozismus sich in die Arme zu werfen. Zitat Ende. Doch der Pantheismus ist unethisch, denkt Freistadt, und die wahre Religiosität des Judentums scheint auch für ihn schon vor allem moralischen Charakter zu tragen. War also Mendelssohn in der Metaphysik noch seinen Lehrern Wolff und Leibniz treu geblieben, so hatte er immerhin doch auch mit seiner Ablehnung des Christentums recht, das sich nicht einmal auf einen vernünftigen Glauben und verständliche Dogmen, sondern auf bloße Geheimnisse stützen musste. Dem widersprach gleich in einem der nächsten Hefte von Sulamit Simon B. Benedikt Scheyer, ein Kinderfreund von Abraham Geiger, mit dem er auch zusammen in Bonn studiert hatte. Scheyer, damals 30 Jahre alt, sollte sich sehr schnell zu einem der ersten großen Experten für die Religionsphilosophie des Maimonides entwickeln. Scheyer hielt Freistadt entgegen, dass er Mendelssohns Verwerfung jüdischer Glaubensartikel zwar zu Recht kritisiere, dabei aber nicht aus dem wahren Gesichtspunkt betrachtet und eben darum auch von der Notwendigkeit der Wiederaufnahme der verdrängten Glaubensartikel nicht den richtigen Grund angibt. Gott muss nach Mendelssohn eben nicht metaphysisch bewiesen werden, so Scheyer, sondern nur vom gesunden Menschenverstand erfasst werden. Sollte man Leibniz für die Seligkeit brauchen, dann wäre ja genau die alte Ungerechtigkeit wiederhergestellt und nicht alle Menschen hätten den gleichen Zugang zum Seelenheil. Das kann also Mendelssohn nicht gemeint haben, doch auch Scheyer will sich Mendelssohns Unterscheidung von historisch geoffenbarten Gebot und universeller Vernunftsreligion nicht anschließen. Als Kenner des jüdischen Mittelalters hält er die schon damals eingeführte logische Verknüpfung aufrecht, nach der die Vernunftreligion der Offenbarung zu ihrer Bewährung und Begründung bedürfe, dass sie durch dieselbe an Gewissheit und Zuverlässigkeit gewinne, wie er schreibt. Damit
wäre Mendelssohns Unterscheidung ausgeklammert, aber sein rationalistischer Grundgedanke nicht verletzt und der Offenbarung kein dogmatisches Eigenleben verliehen. Die zweite Seite der Kritik des 19. Jahrhunderts an Mendelssohn wurde zum ersten Mal 1836 von Josef Derenburg deutlich ausgesprochen. Auch Derenburg war ein Studienfreund Geigers. In einer Rezension, verfasst für Geigers erstes Publikationsprojekt, die Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische Theologie, schrieb Derenburg, dass eine neue wissenschaftliche Theologie des Judentums, insofern sie über Mendelssohn hinausgehen könne, als in ihr das Gesetz Moses, ich zitiere, wenn auch nicht von seiner Heiligkeit, doch so von seiner Windkraft verlieren musste. Wenn Mendelssohn recht hatte und das mosaische Religionsgesetz war ein historisches Gesetz, gegeben ausschließlich für die Israeliten und das Verhältnis Gottes als König in Israel widerspiegelnd, so mussten ja die Grundsteine des Zeremoniells da austreten, schreibt Derenburg, wo das Staatsgebäude stürzte, wo die Nationalität äußerlich vernichtet und Gott auch ihm, also Israel, gegenüber mehr als Schöpfer als Erhalter dastand. Dieser Aspekt der Ablehnung von Mendelssohn und der von ihm weiterhin geforderten strengen Gesetzestreue sollte bald der Tenor der Mendelssohn-Kritik des 19. Jahrhunderts werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass auch die jungen Reformtheologen ihre skeptische Haltung gegenüber der Autorität des Talmuds mit der Heiligkeit der Bibel begründen. Ja, oft zu glauben scheinen, eine wissenschaftlich-kritische Rezeption, vor allem des zeremoniellen Teils des talmudischen Gesetzes, wäre damit letztlich auch in Mendelssohns eigenem Sinne. Doch auch der größte Verteidiger der jüdischen Gesetzestreue im 19. Jahrhundert, der Begründer der deutsch-jüdischen Neo-Orthodoxie, Rabbiner Samson Raphael Hirsch, ein weiterer Studienfreund Geigers, war schon früh ein strenger Gegner Mendelssohns. In seinem 1836 erschienenen Buch 19 Briefe über das Judentum taucht die Mendelssohn-Kritik im direkten Zusammenhang mit schweren theologischen Vorwürfen gegen Maimonides auf. Auch das übrigens eine Ausnahmeerscheinung bei Hirsch, sonst wird Mendelssohn eher mit Maimonides konfrontiert. Sowohl was dessen Dogmatik betrifft, aber noch öfter wegen Maimonides vernunftsgemäßer Erklärung des Religionsgesetzes. Rabbiner Hirsch jedoch sieht in beiden eher weltliche Philosophen, die das Judentum von außen betrachten. Mendelssohn nähere sich der hebräischen Bibel nur philologisch-ästhetisch. Er verstehe das Judentum als Wissenschaft und zwar nicht von innen her, so Hirschs Lieblingsthese, sondern er verteidigt es nur äußerlich gegen christliche Zumutungen und staatspolitischen Unverstand. Weil Mendelssohn seinen jüdischen Brüdern zeigen wolle, dass man sowohl frommer Jude als auch gleichzeitig gefeierter deutscher Platon sein kann, blieb er am Ende nur das Letztere für die Juden und für den Rest der Welt. Moses Maimonides und Moses Mendelssohn können sich dann eben doch nicht mit dem biblischen Moses, dem Gesetzgeber, vergleichen, schließt Hirsch, denn beider skeptisch-philosophische Ansicht der Gebote gründet sich nicht auf einen Totalbegriff der Mitzvot der Gebote und ist daher nur erträumt, wie Hirsch schreibt. Die totale Mitzwa dagegen, so scheint Rabbiner Hirsch anzudeuten, ist das Gebot, das zuerst gehalten wird und nur aus dieser unhinterfragten Lebenswirklichkeit heraus diskutiert werden darf. Der liberale Mehrheitsflügel der deutsch-jüdischen Theorie jedoch liebte Mendelssohn als den aufklärerischen Befreier des Judentums von den Zwängen genau dieses Dogmatismus. Salomon Formstecher, Reformrabbiner in Offenbach und einer der großen jüdischen Religionsphilosophen des 19. Jahrhunderts, sah Mendelssohn als den ersten konsequent denkenden Juden, der es sich zunutze machte, dass in der Philosophie seiner Epoche die Denkkraft selbst anfing, sich der Kritik zu unterwerfen. Dadurch war erstmals theosophisches Dogma von wissenschaftlichen Resultaten geschieden, schrieb Formstecher 1841. Aber Mendelssohn selbst war in dieser theologischen Wissenschaft nur ein schwacher Anfänger. So Formstecher. Er untersuchte und begriff die jüdische Religion vorerst nur nach ihrer äußeren Erscheinung, nach ihrer ästhetischen Seite. Es blieb dem 19. Jahrhundert vorbehalten, also vor allem auch Formstecher selbst, die jüdische Religion nach ihrem wahren Wesen und nach ihrer höheren Aufgabe für die Menschheit zu beleuchten. Das Fehlen dieser beiden klassischen Elemente der Reformtheologie bei Mendelssohn
das Entwickeln eines philosophischen Wesensbegriffes für das Judentum und das Herausstellen seiner Mission an die Weltkultur wurde ihm von Formstecher zwar nicht vorgeworfen, musste jedoch durch Mendelssohns Nachfolger unbedingt korrigiert werden. Einer der intensivsten jüdischen Kritiker Mendelssohns war im 19. Jahrhundert, wenig überraschend, auch gleichzeitig einer der radikalsten jüdischen Reformer, Samuel Holtheim. Kaum eines der zahlreichen theologischen Werke Holtheims kommt ohne eine Widerlegung von Mendelssohns Gedanken aus. Auch das ein Zeichen übrigens der enormen Nachwirkung des jüdischen Sokrates aus Berlin. Schon in seinem frühen Klassiker Die Autonomie der Rabbinen, geschrieben 1843 als Landesrabbiner von Mecklenburg-Schwerin, widmet Holtheim Mendelssohn eine sehr lange ausführliche Fußnote. Anders als Mendelssohn ist Holtheim überzeugt, dass auch die eher philosophisch-ethischen Passagen der hebräischen Bibel, genau wie ihre gesetzlichen Bestimmungen, religiöse Offenbarungen sind. Das würden vor allem die biblischen Propheten und ihre Aussagen in die moralische Richtung über allen Zweifel hinweg bestätigen, so Holtheim. Die Prophetentexte von jeher, die Favoriten der Reformrabbiner des 19. Jahrhunderts, gehen ja oft über den legalistischen Charakter der Tora hinaus, kritisieren mitunter sogar bestimmte mosaische Gebote, vor allem aber den Opferdienst. Diese, wie Holtheim sie nennt, ergiebigste Quelle religiöser Heilswahrheiten jedoch nahm im Grunde genauso ihren Ausgangspunkt in der Tora, argumentiert Holtheim. Denn Moses war das Vorbild aller religiösen Erkenntnisse im Judentum, also auch der Propheten. Daher ist Holtheim überzeugt, dass die Tora neben ihren positiv gesetzlichen Bestimmungen auch wirkliche Offenbarungen von Religion, in dem Verstande, wie dieses Wort nach seiner allgemeinen Bedeutung genommen wird, enthalte. Wenn anders unter Religion die offenbarte Erkenntnis vom Wesen und vom Willen Gottes verstanden wird. Zitat Ende. Für Holtheim war es also offenbar überaus wichtig, die großen ethischen Forderungen der hebräischen Bibel wieder mit dem jüdischen Gottesbegriff zu vereinigen, nachdem Mendelssohn die beiden Dinge voneinander getrennt hatte. Nur 2 Jahre später gab eine Predigt zum jüdischen Messianismus, gehalten vom Braunschweiger Landesrabbiner Levi Herzfeld, Holtheim die Gelegenheit, noch einmal ausführlich auf Mendelssohn zurückzukommen. 1844 hatte Rabbiner Herzfeld von der Kanzel verkündet, Mendelssohns berühmte Äußerungen in Jerusalem, die mosaischen Gesetze seien unabänderlich, bis eine neue Offenbarung sie zurücknehme, war ein unklares Wort von dem großen Manne. Herzfeld, ein reformorientierter Rabbiner und promovierter Historiker, hielt den Zeitgeist des 19. Jahrhunderts für ebenso autoritär wie den Text der Bibel. Zitat: Die allgemeine Überzeugung des Jahrhunderts ist auch eine Art Offenbarung, predigte er. Der Talmud hätte die Autorität der religiösen Rechtsprechung ausdrücklich von den Propheten auf die Rabbiner übertragen. Und nur weil bis auf Mendelssohns Zeit kein einziger Rabbiner von diesem Recht Gebrauch gemacht hätte, kann man den Weisen Israels der heutigen Zeit, also auch Herzfeld selbst, das Recht nicht entziehen oder vielmehr ihnen diese Verpflichtung nicht erlassen. Holtheim reagierte auf Herzfeld veröffentlichten Predigttext ausführlich in seinem radikalen Aufsatz Das Zeremonialgesetz im Messiasreich aus dem Jahre 1845. Übrigens einer der ersten Versuche einer systematisch-kritisch-akademischen Auseinandersetzung mit der Autorität des Talmuds. Nichts wäre unklar an Mendelssohns Ausspruch, hielt Holtheim dem Braunschweiger Landesrabbiner vor. Vielmehr hätte sich Mendelssohn über wenige Punkte mit so großer Klarheit ausgesprochen wie über diesen. Hier hilft kein Verweis auf den Talmud, man müsse Mendelssohn mit heutigen Argumenten widerlegen. Aber während Herzfeld den reformatorischen Geist der Zeit als neue Offenbarung bemühen wollte, beruft sich Holtheim auf noch eine dritte Form der Offenbarung, auf die Offenbarung durch die 1800-jährige Geschichte des Judentums seit dem Untergang des Zweiten Tempels in Jerusalem. Eine Geschichte, die nur sehr wenig vom ursprünglich mosaischen Recht bewahrt hatte. Während nun aber die Rabbiner diese Reformation durch die Geschichte theologisch nicht als Aufhebung, sondern nur als Aufschiebung gesehen hatten,
So Holtheim, hätte Mendelssohn hinsichtlich der absoluten Wiederherstellung des ganzen ehemaligen theokratischen Zustands im Messiasreich auch mit den Rabbinern schwerlich sympathisiert. Mendelssohn wollte hier absichtlich nicht dogmatisch, sondern philosophisch argumentieren, so behauptet Holtheim. Und in seiner Paraphrase heißt das, Gott habe seine Gesetze, so Mendelssohn, feierlich offenbart. Sie müssen so lange als verbindlich gelten, bis Gott sie selbst ebenso feierlich wieder abstellt. Doch hier muss man nun Mendelssohn die Frage entgegenhalten, so Holtheim weiter. Auf welche Weise denn Gott im Gegensatz zu uns Menschen seine Gesetze wieder aufhebt? Und Holtheims Antwort lautet, Gott stellt Gesetze ab, wenn er ihnen den Boden ihrer Anwendung entrückt. Wenn er Zeiten und Lebensverhältnisse dergestalt verändert, dass jene Gesetze ihrem ursprünglichen Geiste nach entweder gar nicht ausgeübt oder nur geistlos ausgeübt werden. Zitat Ende. Also Mendelssohns Satz, was Gott geboten kann, nur Gott wieder aufheben, ist vollkommen richtig, denkt auch Holtheim. Nur geschieht dieses Aufheben, anders als Mendelssohn annahm, indem Gott seinen Gesetzen den Lebensboden ihrer Erfüllung entzieht, sodass sie im Grunde von selbst wieder aufhörten. Holtheims Methode teilt daher die biblischen Gebote klar in solche, denen eine nationale Vorstellung zugrunde liegt, und solche, die als ewig wahre Moralgesetze gelten können. Also im Grunde dieselbe Teilung, die auch schon Mendelssohn vornahm, nur dass für Holtheim die erste Gruppe schon jetzt auf keine Art Geltung mehr Anspruch machen kann, während die zweite Gruppe ihre Autorität aus der biblischen Offenbarung bezieht und nicht nur aus dem gesunden Menschenverstand wie bei Holtheim. Auch Abraham Geiger, der führende Kopf der jüdischen Reformbewegung, diskutierte schon in der Mitte der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts Mendelssohns Trennung von Philosophie und Gesetzestreue offen und kritisch. Interessant ist hier, dass Geiger eigentlich Mendelssohn gegen die antisemitischen Angriffe des Linkshegelianers Bruno Bauer verteidigen will, aber keinen anderen Weg dafür findet, als Mendelssohn als den Gefangenen seiner eigenen Zeit zu schildern, wie wir es schon bei Formstecher gesehen haben. Allerdings führt Geiger dabei auch ein neues Thema in die zeitgenössische Debatte um Mendelssohns Theologie ein, das von nun an selten fehlen wird, wenn von der deutschen Aufklärung die Rede ist. Und das ist der Vergleich Mendelssohns mit Gottfried Ephraim Lessing. Lessing, vor allem in der Folge seines dynamischen Wahrheits- und Religionsverständnisses in der Erziehung des Menschengeschlechts von 1780, war für viele jüdische Reformtheologen des 19. Jahrhunderts eigentlich der bessere Aufklärer als Mendelssohn. Und das, obwohl der Protestant Lessing das Christentum als der jüdischen Religion immer überlegen ansah. Aber Lessing hatte ausgesprochen, was auch die Reformer für wesentlich hielten. Göttliche Offenbarung war kein einmaliges Ereignis, sondern ein fortdauernder Prozess. Offenbarung ist Gottes unendliches Medium zur Erziehung der Menschheit. Damit allerdings war nun auch der statische Wahrheitsanspruch aller Religionen aufgehoben, also auch der des Christentums. Bruno Bauer hatte das Judentum als bloße Gesetzesreligion ohne Gesinnung abtun wollen, indem er in seinem heftig umstrittenen Pamphlet Die Judenfrage von 1842 unter anderem Mendelssohns Ausspruch zitierte, das Judentum kenne nur positive Gesetze und lehre keine allgemeinen Wahrheiten. Ein Verweis, den natürlich auch Geiger nicht bestreiten konnte. Doch Geiger sah in Bauers Argument nur dessen Unfähigkeit, historisch den Zeitgeist der Mendelssohnschen Zeit zu begreifen. Urheber der Idee einer Trennung von Orthodoxie und Philosophie, schreibt Geiger, war in Wirklichkeit nicht Mendelssohn, sondern Lessing. Mendelssohn hatte sich diesem Zeitgeistgedanken nur angeschlossen und ihn ins Judentum herübergenommen. Lessing aber, und dann in seiner Folge auch Mendelssohn, fürchtete ursprünglich, so schreibt Geiger, von dieser Mischung eine Verunreinigung beider, indem nur in der Auseinanderhaltung beider, Philosophie und Orthodoxie, auch die ihm liebe Philosophie gedeihen könne. Lessing dachte damals, fasst Geiger zusammen, dass jeder philosophische Versuch, eine vernünftige Religion zu erzeugen, eine sehr unvernünftige Philosophie zur Folge haben musste. Doch während Mendelssohn genau auf dieser Position stehen blieb, ging Lessing später weit über sie hinaus, denn er hatte erkannt, dass das ganze geistige Leben in einheitlicher Entwicklung und gegenseitiger Durchdringung aller seiner Teile fortschreiten müsse. Das Motiv
für die Idee der Trennung war jedoch bei beiden durchaus und nur aus ihrer Zeit zu begreifen. Es war ein, wie Geiger schreibt, damals nur natürlicher Wunsch der freien Geister, ungestört von der starr gewordenen Religion, der Philosophie ihre selbstständige Entwicklung zu bewahren. Damit war schließlich auch der Religion ihr beschränkter Platz zugewiesen, um ihr nicht übergreifenden Besitz zu gönnen. Während Lessing dieses Ziel für das Christentum inzwischen schon erreicht sah, wollte Mendelssohn es für das Judentum erst durchsetzen, fährt Geiger fort. Er wollte das Denken von den Zwängen befreien und dabei gleichzeitig der Religion ihr eigenes weites Lebensgebiet einräumen. Für seine orthodoxen Glaubensbrüder war das der einzig mögliche Weg, nach Mendelssohns Ansicht. Die innere Weiterentwicklung der jüdischen Religion musste der Menschenbildung nachfolgen. Hätte Mendelssohn mit Religionsreformen begonnen, wäre der allgemeinen Bildung der Eingang ins Judentum versperrt geblieben. Geiger ist sich nicht ganz sicher, ob dieser Entscheidungsprozess bei Mendelssohn bewusst oder unbewusst ablief, ob er damit mehr von seiner eigenen instinktiven Treue zum Gesetz beeinflusst war. Unerquickliche Beispiele einzelner Zeitgenossen, spekuliert Geiger hier, die, ich zitiere, durch den jähen Sprung von der Orthodoxie zum Atheismus allen sittlichen Halt im Leben verloren hatten, mochten Mendelssohn zur Befestigung des Bestehenden getrieben haben. Doch die Zeit ist über diese Trennungstheologie Mendelssohns hinweggegangen, befindet Geiger am Schluss. Es ist eben der freudigste Lohn für einen Geisteshelden, dass man nicht erstarrt bei ihm stehen bleibe. Mendelssohn war und bleibt somit ein bedeutendes Moment in der Entwicklung des jüdischen Denkens der Neuzeit, schreibt Geiger, und diesen Ruhm kann ihn auch Bruno Bauer nicht mehr nehmen. Einer der strengsten Kritiker Mendelssohns im 19. Jahrhundert ist der Rabbiner David Einhorn, der Nachfolger Holtheims als Landesrabbiner in Schwerin. Einhorn emigrierte 1853 in die USA, wurde 1855 Rabbiner in Baltimore und schnell einer der führenden Köpfe des amerikanischen Reformjudentums. 1854 veröffentlichte Einhorn sein Hauptwerk »Das Prinzip des Mosaismus«, einen Ruf zur Rückkehr zur Reinheit der mosaischen Religion. Hier stellt er Mendelssohns Ideen als eine Fortsetzung von Spinozas Traktatus dar. Auch das Judentum hat bei Mendelssohn den religiösen Gedanken als Zielpunkt, ist aber selbst, das Judentum selbst, für Mendelssohn keine Religion, schreibt Einhorn, sondern nur eine Anstalt zur Erziehung zur Religion. Weil Mendelssohn unter Religion nicht das Befolgen äußerlicher Gesetze versteht, egal ob ritueller oder moralischer Art, sondern nur den Glauben an Lehrmeinungen. Für diesen religiösen Endzweck aber wollte Mendelssohn viel zu viel beweisen, kritisiert Einhorn dann, und dann wird er eben zu den absurdesten Konsequenzen getrieben. Für Einhorn bestand Mendelssohns Problem vor allem darin, dass sich das in der Bibel überlieferte religiöse Strafrecht mit der Gewissensfreiheit nicht vereinbaren ließ, die als Axiom der menschlichen Vernunft besonders in Glaubensdingen gewährleistet bleiben muss. Dieses Problem nun ließe sich an sich relativ einfach lösen, argumentiert Einhorn, gerade im Rahmen seiner spinozistischen Lesart Mendelssohns. Wenn man das biblische Recht als das Gesetz des alten, antiken jüdischen Staates begreift und dadurch in diesem Staat Staat und Religion zusammenfallen, so konnten und mussten selbst bei vollkommener Verwerfung einer gewaltsamen Bevormundung des Gewissens verschiedene Handlungen oder richtiger äußere Taten wegen ihrer größeren oder geringeren Staatsgefährlichkeit bestraft werden, so argumentiert Einhorn. Und zur Lösung dieses Problems war es dann eigentlich gar nicht nötig, dem Judentum den Charakter einer geoffenbarten Religion abzusprechen, wie Mendelssohn das getan hatte. Mit dem Hinweis auf seine ehemalige, frühere Staatlichkeit war die göttliche Autorität der Schrift mit der Unbedingtheit der religiösen Gewissensfreiheit zumindest historisch schon versöhnt. Doch für Einhorn wollte Mendelssohn als kühner Kämpfer für religiöse Freiheit viel mehr beweisen als nur das. Er wollte zeigen, dass die Bibel selbst der Bannerträger der Gewissensfreiheit ist. Dass diese Freiheit im Glauben nicht bloß von der Bibel geduldet, sondern von ihr regelrecht gefordert wurde. Daher betont Mendelssohn in Jerusalem mit aller Deutlichkeit, dass die Tora nirgends Glauben gebieten will und daher auch nicht den Unglauben unter Strafe stellen konnte. Das war einer der wichtigsten Beweise Mendelssohns seiner gesamten
Offenbarungslehre des Gesetzes. Für Einhorn ging Mendelssohn hier allerdings viel zu weit und ließ das Judentum am Ende in der Luft schweben, wie er schreibt. Was hätte denn ein menschlicher wie hätte denn ein menschlicher Richter überhaupt den Unglauben bestrafen können, fragt Einhorn Mendelssohn, wenn das in seiner Absicht gelegen hätte. Kein Mensch kann in die Herzen sehen. Solange der Unglaube nur in der Welt der Gedanken lebt, bleibt er für jedes Gericht unzugänglich. Überschreitet er aber diese Grenze und wird vom Gedanken zur staatsfeindlichen Tat, bezeugt deren gerichtliche Bestrafung nichts für und nichts gegen die Gewissensfreiheit, selbst wenn es sich bei dieser Tat um einen Aufruf zur Gottesleugnung handeln sollte. Der logische Fehler, den Mendelssohn nach Einhorns Überzeugung begeht, ist daher einfach zu beschreiben. Mendelssohn verwechselt Glauben und Erkennen. Selbst wenn Glauben tatsächlich kein biblisches Gebot wäre, wie Mendelssohn eindrücklich nachweist, so ist Erkennen durchaus geboten. Es ist die Arbeit des Lernens. Das gilt natürlich zuerst von der Erkenntnis Gottes. Ist aber die Erkenntnis Gottes ein religiöses Gebot des Judentums, eine Mitzwa, so muss es auch ein Verdienst des Menschen sein können, dieses Gebot zu erfüllen. Es muss seinem freien Willen anheimgestellt werden, argumentiert Einhorn, wie bei der Befolgung jedes anderen Gebotes auch. Umgekehrt würde dann im Gegensatz zu Mendelssohns Sicht, dass das Leugnen Gottes für einen Juden eine unverantwortliche Tat ist, eine Übertretung des Gebotes, der Gedanke, es ist kein Gott, ist eine Sünde im eigentlichen Sinne des Wortes, schreibt Einhorn. Dass es sich dabei um einen selbstverschuldeten Mangel an Erkenntnis handelt. Es ist daher gerade nur der blinde, der unvernünftige Glaube, der nicht geboten werden kann. Und diese letzte Konsequenz aus seiner Widerlegung der Theorie Mendelssohns ist vielleicht auch der härteste Kritikpunkt, den Einhorn gegen den Philosophen der Aufklärung anführen kann. Während Mendelssohn selbst die Gotteserkenntnis wohl wirklich dem Common Sense, dem gesunden Menschenverstand überlassen wollte, also darin fast etwas Angeborenes sah, wird bei Einhorn die Umkehrung aus diesem Gedanken zu einem schweren Vorwurf. Er fördert den blinden Glauben, der sich aber auf freie Entscheidung stützt. In etwa, was Mendelssohn als geoffenbarte Autorität für die Erfüllung des jüdischen Religionsgesetzes ansieht. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich die meisten jüdischen Theologen des 19. Jahrhunderts darüber einig sind, auch Mendelssohn hat nicht an den Selbstzweck des geoffenbarten jüdischen Gesetzes geglaubt, das heißt an eine Heilswirkung der bloßen zeremoniellen Tat. Religiöse Handlungen sind auch für Mendelssohn nur Mittel zum Zweck, eines Zweckes, aber den auch Nichtjuden ohne die sinaitischen Gebote erreichen können und erreicht haben. Zur Auffindung dieses Zweckes ist demnach die Vernunft allein ausreichend. Nur zur Bestimmung der Mittel, diesen Zweck zu erreichen, brauchte das jüdische Volk eine übernatürliche Offenbarung. Das ist nun aber eine gewaltige Zumutung für den armen, gesunden Menschenverstand. So lautet die allgemeine Kritik des 19. Jahrhunderts, dass der Verstand die Mittel für die Bewahrung seiner eigenen Hervorbringung nur in der weit über ihn hinausgehenden Offenbarung finden soll. Das schien Mendelssohns Nachfolgern keine hinreichende Erklärung für die reiche Traditionswelt des biblischen und talmudischen Judentums zu sein, dass sie ausschließlich die Wahrheit der natürlichen Religion in Erinnerung halten soll. Außerdem wäre damit auch tatsächlich das jüdische Volk als recht zurückgeblieben gekennzeichnet, wenn es die Last der Zeremonien auf sich nehmen muss, während andere Völker auch so gottgefällig sein konnten. So durchziehen Mendelssohns Theologie aus Sicht der jüdischen Denker des 19. Jahrhunderts tiefe Widersprüche. Wo Mendelssohn einerseits strenge Gewissensfreiheit fordert, will er auf der anderen Seite den Menschen doch wieder zu einem willenlosen Knecht von Formeln machen, von Formen, die das Denken längst überwunden hatte. Während Mendelssohn das Judentum als eine Religion präsentiert, die von rationalem Denken geprägt war, machte er es auf der anderen Seite seinen Bekennern zur höchsten Pflicht, an unverstandenen Tätigkeiten festzuhalten. Und doch diente diese Korrektur des Mendelssohnschen Denkens den modernen Theologen des Judentums zur Orientierung in ihrer eigenen Epoche, zum Ausformulieren ihrer eigenen jüdischen Glaubenslehre und damit zu einer Modernisierung des Judentums, die dieser Religion auch in der Moderne eine Zukunft sichern sollte. Vielen Dank.